garantiert in diesem Traditionsspiel. Die Grazer haben den besseren Start. Achte Minute. Guter Angriff. Werner, da ist Walker und dann steht es auch schon 1:0. Raktor. Beide Teams üben praktisch schon das, was kommt. Und was kommt, ist der Ausgleich vom KC in der 12. 19. Minute. Noch einmal sind die Grazer am Zug. Olivier Latendresse und die Scheibe ist irgendwie im Tor. Und es bleibt auch so. 28 Sekunden sind im zweiten Drittel gespielt. Dann passiert das. Tumult, dann ist es anders. Bastiansen schnappt sich die Scheibe und trifft so, dass der KC davon geschockt ist. Der irrt sich gewaltig. Die Kärntner haben eine gute Antwort parat und die folgt 30 Sekunden danach. Jean-François Jacques trifft nach einem Traumpass von Jamie Landmark nach 34. Spielminute. Gestocher vor dem Grazer Tor. Der KC aber weiterhin am Drücker. Die Kärntner in dieser Phase sehr dominant. Da ist Jamie Landmark und da ist der Ausgleich. 3:3 in der 34. auf Augenhöhe. Und dann Daniel Woger mit der Möglichkeit, kommt zu Fall. Eine Strafe wird angezeigt. Woger. Aber er scheitert an Tokola. Die große Möglichkeit, wieder in Führung zu gehen. 56. Minute, wir sind in der Schlussphase. Der KC am Drücker und da ist Tommy Koch und der staubt ab. 4:3 für die Kärntner. Erst das knapp vor Schluss. Nur noch 90 Sekunden zu spielen. Der KC schnappt sich die Scheibe. Jamie Landmark und er sorgt für die Entscheidung. 5:3 für den KC. Die Kärntner sind damit wieder